Getriebe ist ausgeräumt, haben wir leer. Achse dran gelassen, laut Werkstatt muss die ab, muss er eigentlich auch. Wir haben es aber trotzdem geschafft, das Tellerrad rauszukriegen. So, so sieht er aus. Und jetzt haben wir hier noch diese verdammte Welle. Ah, so. Und dann gucken wir mal. Hier haben wir die Welle vom 5506. Das ist die Kegelradwelle. Dieses Nadellager, das sitzt da drin. Und wir haben uns immer gefragt, warum macht er so schöne Geräusche? Jetzt wissen wir es. Moment, noch einmal auseinander. So. Kann man das sehen? Moment, wo ist er denn? Da. Jetzt kann das Kamerachen nicht. So müsste es. So, jetzt könntet ihr es sehen. Also, diese Lauffläche ist, ja, bemackt. Das Lager hat hier, kann man das sehen? Die Kamera stellt leider nicht so schön scharf. Im ganz Nahbereich. Das ist hier genauso rau. Da hat das Lager drin gelaufen, ne? Das hat gerummelt wie Sau. Man merkt das schon, wenn man mit dem Finger hier durchgeht, wie das Ding rummelt. Oh Mann. So. Hab ich da einen Zoom drin? Natürlich hat einen Zoom drin. So, jetzt gucken wir mal. Nee, geht auch nicht besser. Naja, so sieht die Sache jedenfalls aus. Jetzt sind wir am Überlegen, was wir machen. Neue Welle kommt bei mir hier sowas eigentlich nie in Frage. Ich muss das mal versuchen mit einer Hand. Also die Kegelradwelle hier mit dem Tick, Tick. Die sitzt da drin. Ja, geh mal durch. So. Das ist mein Gedanke gewesen, dass wir die Welle abdrehen lassen oder selber abdrehen und das ausdrehen und hier eine Kamera so und hier eine Hülse drauf machen, da so abdrehen und das ausdrehen und die auf Maß drehen, wo ein neues Kugellager, eine andere Größe reinpasst. Hier können wir ja Fleisch wegnehmen, das ist ja nicht das Problem. Aber außen kannst du nicht so viel Fleisch wegnehmen. Naja, wir werden mal gucken, und morgen mal telefonieren, was wir da machen. Hier haben wir auch noch einen Tisch voll von lauter Teilen. Das ist aber alles okay. Außer der hier. Kann ich den runterkriegen? Moment. So, da wir es alle zusammen haben, kann man aber deutlich sehen, dass der total verknabbelt ist. Aber das ist nicht so schlimm. So ein Schaltring, das geht noch wohl. Das kriegen wir noch, weil wir hin.